Hallo und herzlich willkommen hier auf Dino Adventure. Hallo. Wir stehen hier gerade relativ ruhig. Ich sage relativ, weil wir gestern Nacht wieder Besuch hatten. Wir dachten erst, es wäre Polizei, weil Sirene, Blaulicht, alles Mögliche. Aber das waren nur. War nur ein Pickup. War nur ein Pickup mit Leuten, die hier arbeiten. Wir stehen hier nämlich gerade an den Grutas Tolantongo. Ja, und wir stehen hier eigentlich im Nichts. Wir sind so einen Feldweg hochgefahren. Hier ist absolut gar nichts. Und ja, die haben uns trotzdem gefunden. Ich frage mich immer, wie die uns finden. Ja, vor allen Dingen haben die dann gesagt, es wäre verboten, hier zu stehen, und wir müssten unten auf dem Parkplatz stehen. Ich hatte erst so gedacht, ja, sehr wahrscheinlich, weil der Parkplatz was kostet oder so. Aber der kostet nichts, also deswegen verstehe ich das umso weniger, dass es hier verboten wäre zu stehen. Aber wir haben denen gestern gesagt, dass wir jetzt in der Nacht die Piste mit dem steilen Abhang nicht wieder runterfahren und halt jetzt heute Morgen genau, runterfahren. Heute. War dann auch in Ordnung für sie. Erklären, warum es verboten ist, konnten die uns auch nicht, obwohl die eigentlich gutes Englisch gesprochen haben. Also, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ja. Hier in Tolantongo gibt es heiße Quellen, endlich mal wieder. Die Temperaturen sind auch gut dafür, es ist nicht zu heiß. Die sind perfekt, ja. Es ist sogar ein bisschen kalt. Also die Nacht hatten wir irgendwie 14 Grad, 13, 14 Grad oder so. Wir sind auf, ich glaube, knapp 2000 Meter Höhe hier. Das hier wäre dann übrigens der Parkplatz gewesen, wo wir hätten stehen und übernachten dürfen. Dort standen wir auch erst, allerdings sind die ganzen Reisebusse der Grund, weshalb wir nicht die Nacht dort verbringen wollten. Die meisten Reisebusse hatten nämlich ihren Motor dauerhaft durchlaufen, sehr wahrscheinlich um ihre Getränke kalt zu halten. Also hatten wir uns auf die Suche nach einer etwas ruhigeren Alternative gemacht, wo es offensichtlich auch verboten ist, zu stehen. Leute, wie geil ist das bitte? Oh ja, also da ist jeder Cent wert, finde ich. Ja. Also wir haben jetzt... Ich glaube, das war so das Teuerste, was wir gemacht haben an Touren oder Camping oder weiß ich nicht. An Orten, die wir, so Attraktionen, die wir besucht haben. Wir haben von so vielen gehört, dass es sich lohnt und deswegen... Ja. Und es lohnt sich. Und es lohnt sich wirklich. Wir sind noch keine halbe Stunde hier und ich bin schon begeistert. Ja. Und heute ist Sonntag und zum Glück sind wir früh aufgestanden, dass wir ja noch einen Platz hier
vorne direkt am Fluss bekommen haben. Ja, aber wir haben ja zum Glück den halben Montag auch noch. Ja, den ganzen mit, eigentlich. Oder eigentlich den ganzen, ja. Aber wir müssen ja, bevor es dunkel wird, sollten wir schon aufbrechen. Ja. Ja. Also um 5:30. Hier ist nämlich auch gerade Winter und um 6 ist es dunkel, stockdunkel. Hier der Fluss ist so das Ende von den heißen Quellen quasi. Also die ganzen heißen Quellen, die da oben sind, die fließen hier quasi zusammen. Und hier ist die Temperatur auch recht mild, angenehm. Eigentlich so perfekt zum Relaxen. Aber ich glaube, wir gehen gleich mal hoch in die wärmeren Becken. Ich habe Bock auf heiße Quellen. Und das sieht echt so geil aus. Aber das werdet ihr gleich sehen. Schön riesig. Wir sind jetzt hier irgendwo, wo man nur zelten darf. Da steht der Dino und eigentlich wollen wir dahin, in diese ganzen Becken mit heißem Wasser, Terrassen, genau. Hier ist so ein riesiger Campingplatz. Boah, da geht es ja noch weiter. Ey. Krass. Ja, okay, ich meine, wir haben auch Sonntag. Da kann man sogar Zelte mieten, wenn man keins mit hat. Und da stehen auch Grills, die man sich mieten könnte. Richtig Festivalstimmung hier. Der Tunnel ist im Grunde wie ein großes natürliches Dampfbad. Überall tropft warmes und stellenweise sogar heißes Wasser von der Decke. Das wärmste Becken, aber wenigstens haben wir es für uns alleine. Fast zumindest. Heute sind die Thermalbäder hier einfach mal wie ausgestorben. Also heute Morgen haben wir ein Pärchen gesehen, was bei uns am Dino vorbeigelaufen ist. Und das war's. Was für ein Kontrast. Hier ist einfach mal, ja, kein Mensch nicht. Da hinten sind zwei Leute, da oben sind noch mal zwei Leute. Aber ey, wie geil, oder?